Herzlich willkommen im Landratsamt Hohenlohekreis. Der Hohenlohekreis ist ein wunderbarer Landkreis mit 16 Städten und Gemeinden. Es ist ein starker Landkreis, der viel zu bieten hat. Das Landratsamt ist eine leistungsfähige, starke Verwaltung mit über 800 Kolleginnen und Kollegen. Wir arbeiten für die 110.000 Menschen im Hohenlohekreis in unterschiedlichsten Bereichen. Verteilt auf 5 Dezernate erbringen wir für die Menschen in unserem Landkreis verschiedene Leistungen. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen und herzlich willkommen im Hohenlohekreis. Mein Name ist Pfisterer, Dr. Thomas Pfisterer. Ich bin Amtstierarzt und leite das Veterinäramt im Hohenlohekreis. Was bedeutet Verbraucherschutz vom Stall bis auf den Teller? Wie soll sichergestellt werden, dass Tiere bedürfnisgerecht gehalten werden und gesund bleiben? Wie soll gewährleistet werden, dass von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen keine Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen? Antworten auf diese Fragen würden wir Ihnen im Folgenden geben. Die Veterinärämter in Baden-Württemberg überwachen die Bereiche Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit. Im Hohenlohekreis unterliegen insgesamt ca. 4.000 Betriebe der Überprüfung durch das Veterinäramt. Darunter fallen ca. 2.200 landwirtschaftliche Nutztierhaltungen und ca. 1.800 Lebensmittelbetriebe. Zusätzlich sind gewerbsmäßige Heimtierhaltungen, zum Beispiel Tierzuchten oder der Tierhandel, regelmäßig private Heimtierhaltungen bei Bedarf zu kontrollieren. Die Kontrollaufgaben und die zugehörigen Verwaltungstätigkeiten werden im Veterinäramt Hohenlohekreis derzeit von insgesamt 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen. Dazu gehören neben 6 Verwaltungsmitarbeiterinnen 4 Lebensmittelkontrolleure, 18 amtliche Fachassistentinnen und Fachassistenten, 12 amtliche Tierärztinnen und Tierärzte sowie 6 Amtstierärztinnen und Amtstierärzte. Der Beruf des Veterinärhygienekontrolleurs soll neu etabliert werden. Im Fachdienst Tiergesundheit erfolgen risikoorientiert Überprüfungen von landwirtschaftlichen Tierhaltungen. Zur Überwachung der Freiheit von anzeigepflichtigen Tierseuchen werden Proben entnommen. So werden zum Beispiel Schweine mittels Blutproben auf das Freisein von Schweinepest untersucht. Auch Tierkrankheiten, die auf den Menschen übertragbar sind, sogenannte Zoonosen, werden in Tierbeständen überprüft. So wird zum Beispiel die auf den Menschen übertragbare Brucellose regelmäßig in der Kuhmilch oder auch mittels Blutproben untersucht. Neben der Überprüfung der Seuchenfreiheit erfolgen Kontrollen zur ordnungsgemäßen Kennzeichnung und tierschutzgerechten Haltung von Rindern. Auch Nutzgeflügelhaltungen werden regelmäßig hinsichtlich der Anforderungen an die Tiergesundheit besucht. Auch die ordnungsgemäße Anwendung von Tierarzneimitteln wird durch Amtstierärzte überprüft. Im Rahmen des nationalen Rückstandskontrollplans werden zum Beispiel Tränkewasserproben in Geflügelhaltungen oder Milchproben in Rinderhaltungen entnommen. Nutztiertransporte unterliegen der tierschutz- und tierseuchenrechtlichen Überwachung. So werden die ausreichende Beschaffenheit der Fahrzeuge, die erforderlichen Dokumente sowie zum Beispiel die Besatzdichte durch Amtstierärzte überprüft. Auch nach Tierschutzgesetz genehmigungspflichtige Einrichtungen wie Tierheime unterliegen der amtstierärztlichen Kontrolle. Tierheime dienen auch der zeitweisen Unterbringung von amtlich beschlagnahmten Heimtieren. Hunde und Katzen, die im Reiseverkehr verbracht werden sollen, werden von den Amtstierärzten hinsichtlich ihres Gesundheitsstatus untersucht. Es gilt auch, die Identität des Tieres festzustellen und die erforderlichen Dokumente zu überprüfen. Im Mittelpunkt steht hier die Tollwut als lebensbedrohliche Tierkrankheit, die auch auf den Menschen übertragen werden kann. Auch das Verbringen von Pferden auf Schauen oder in andere Staaten wird amtstierärztlich überwacht. Es erfolgen Überprüfungen von Gesundheitsstatus und Dokumenten. Private Heimtierhaltungen unterliegen im Einzelfall der amtstierärztlichen Kontrolle. Hier werden neben bedarfsgerechten Haltungsbedingungen insbesondere die Sachkunde der Tierhalter bewertet. Dem Fachdienst Lebensmittelüberwachung zugeordnet ist die amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung an den Schlachtbetrieben.
Alle Tiere werden vor der Schlachtung durch amtliche Tierärzte hinsichtlich ihres Gesundheitsstatus überprüft. Nur gesunde Tiere dürfen geschlachtet werden. Jedes geschlachtete Tier wird von amtlichen Fachassistenten am Schlachtband eingehend untersucht. Auch hier achten amtliche Tierärzte und amtliche Fachassistenten insbesondere auf das Freisein von auf den Menschen übertragbaren Krankheiten, sogenannten Zoonosen. So werden alle Haus- und Wildschweine im Labor auf die Freiheit von Trichinellen überprüft. Nach Abschluss der amtlichen Untersuchungen erfolgt die Genusstauglichkeitskennzeichnung der Schlachttierkörper. Betriebe, die Lebensmittel herstellen, unterliegen der risikoorientierten Kontrolle durch Lebensmittelkontrolleure und Amtstierärzte. So werden zum Beispiel Fleischverarbeitungsbetriebe unangemeldet überprüft. Es gilt festzustellen, ob unter anderem die Räume und die verwendeten Gerätschaften den rechtlichen Anforderungen entsprechen. Prozesskriterien werden amtlich verifiziert. Neben den großen industriellen Lebensmittelherstellern werden handwerkliche Dienstleistungsbetriebe wie zum Beispiel Bäcker, Metzger und Gaststätten durch Lebensmittelkontrolleure unangemeldet besucht. Die Betriebsstätten werden systematisch auf die Einhaltung der rechtlichen Regelungen hin kontrolliert. Hierbei werden unter anderem die räumlichen und technischen Ausstattungen, die Personal- und Arbeitshygiene, die Produktqualität und Kennzeichnung und die betriebliche Eigenkontrolle überprüft. Prozesskriterien wie die Temperatur werden amtlich verifiziert. Ebenso werden risikoorientiert amtliche Proben entnommen und zur Untersuchung an staatliche Labore übermittelt. Auch Hersteller nicht tierischer Lebensmittel wie Obst, Wein, Salat und Gemüseerzeuger werden durch die Mitarbeiter des Veterinäramts kontrolliert. Neben den Lebensmitteln unterliegen auch sogenannte Bedarfsgegenstände, also Stoffe und Oberflächen, die mit Lebensmitteln oder der menschlichen Haut in Berührung kommen, der amtlichen Überwachung. Die Veterinärämter in Baden-Württemberg stehen, wie beschrieben, also für den Verbraucherschutz vom Stall bis auf den Teller, aber auch vom Feld bis auf die Tischdecke. Sie sorgen sich um gesunde Tiere und Tierbestände. Aber auch der Schutz der menschlichen Gesundheit steht im Fokus ihrer Arbeit. Es ist ihre Aufgabe, auch sicherzustellen, dass keine Krankheitserreger oder gesundheitsschädlichen Stoffe durch Lebensmittel oder Bedarfsgegenstände auf Menschen übertragen werden. Wenn Sie Fragen zum gesundheitlichen Verbraucherschutz haben, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Veterinäramts Hohenlohe-Kreis jederzeit gerne zur Verfügung.